Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und in diesem Video wird es um Basketball Homecoming gehen. Basketball Homecoming ist quasi das gleiche wie Football Homecoming, nur halt für Basketball, wie der Name ja schon sagt. Bei Basketball Homecoming werden allerdings nur die Mädchen zur Wahl gestellt, die Basketball spielen oder cheeren für Basketball. Und da ich ja Basketball spiele, war ich dann quasi in der Wahl mit drin. Alle Mädchen, die Basketball spielen, alle Jungs, die Basketball spielen und alle Cheerleader wählen für den jeweiligen Jahrgang 2 oder für die Seniors 3 Mädchen, die dann im Homecoming Court sind. Ich wurde gewählt und wer das Football Homecoming Video kennt, der weiß quasi, wie das so ein bisschen abläuft. Wenn nicht, dann schaut euch das gerne nochmal an. Ich verlinke euch das auch in der Infobox. Und ja, also ich wurde halt ausgewählt. Ich war eine von den 3 Seniors und das hat für mich bedeutet, dass ich mir ein Kleid kaufen musste, Haare machen musste, Make-up, Schmuck, Schuhe, was auch immer. Und ich musste mir einen Escort suchen, also einen Basketballspieler in meinem Jahrgang, der mich quasi eskortiert. Auf jeden Fall habe ich allerdings nicht eingesehen, mir für, weiß ich, 2 Stunden oder so ein Kleid für mehrere hundert Euro oder Dollar zu kaufen. Also habe ich mir das einfach von einer Freundin geliehen und ja, war eigentlich ganz einfach. Ich habe dann nur für meine Haare bezahlt und ja, also das Ganze fing quasi an, dass wir im November dafür halt gewotet haben. Letzten Montag haben wir dann dafür Bilder gemacht für die Zeitung, glaube ich, für die örtliche Zeitung. Und zwar hatten wir da die Jersey-Oberteile von den Jungs an und die waren viel zu groß. Also, ich meine, ich bin ja groß, aber das war wirklich an uns allen. Das sah aus wie Kleider und deswegen mussten wir die dann irgendwie im Rücken zusammenknoten oder so, dass die dann einigermaßen gut aussahen. Da kann ich euch auch nochmal ein Bild zeigen, wie dann meins aussah. Am Freitag haben wir dann schulfrei gehabt, also die Mädchen, die im Homecoming Court waren. Und wir haben dann die Turnhalle dekoriert. Dann bin ich um 12 zum Friseur gegangen und habe meine Haare schön machen lassen und ich liebe das ja, wenn meine Haare so hochgesteckt werden und das einfach so schön aussieht. Danach bin ich nach Hause gefahren und dann haben meine beiden Gastschwestern mein Make-up gemacht. Her dad almost refused. What are you doing? Oh my gosh. Dann habe ich mich umgezogen und dieses Kleid, oh Gott, das ist so riesig. Ich hatte noch nie so ein riesiges Kleid an. Und ich musste sogar noch hohe Schuhe, also so viel Absatz quasi anziehen, damit ich darin überhaupt laufen kann. Ja, dann sind wir zur Schule gefahren und haben dann erstmal Bilder fürs Jahrbuch gemacht. Und ja, man hat sich schon wie eine kleine Prinzessin gefühlt. Und dann sind wir in die Turnhalle und dann konnte man noch mit allen Leuten Bilder machen, bevor dann die ganze Zeremonie überhaupt losging. Ja, und dann ging es halt auch schon los und dann mussten wir quasi einfach nur so die Turnhalle über so einen Weg, den wir da gebastelt hatten, laufen, durch so einen Bogen dann gehen und da stehen bleiben und dann lächeln für Bilder. Und dabei wurden halt unsere Namen vorgelesen und was wir gerade so machen, also an Schulaktivitäten. Und dann wurde die Homecoming Queen gekürt, ja, und dann war es auch schon vorbei. Also das ist irgendwie ein bisschen viel Drama um nichts. Dann haben sich die Mädchen, die halt Basketball, Varsity spielen, umgezogen. Und da ich halt nicht dazugehöre, musste ich mich nicht umziehen. Und die beiden Cheerleader mussten sich auch nicht umziehen. Ja.
junior to the accepting senior basketball queen attendees. We begin with Miss Eileen Coles. Hayley is the daughter of Brittany and Stacy Cole. Her current activities include FFA Vice President, National Honor Society Sideline Cheer Competitive President, D5 member of the ski team, and varsity basketball. Picture creatures, choir and battle football, basketball, baseball, and senior drama. Our next senior is Sarah Schultz. Sarah's the daughter of Tamara English in marketing. Ladies and gentlemen, it is now time to announce the 2017 basketball homecoming queen. Congratulations, Miss Sarah Schultz. Doesn't want to be there, I think. She wanted the big flowers instead of the little Ja, ich hoffe, ihr konntet da einen kleinen Einblick bekommen und also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich das machen konnte, dass ich wirklich diese Erfahrung machen konnte und ich bin sehr froh, dass ich mir das Kleid leihen konnte und nicht kaufen musste, weil ich halt nicht einsehe, dafür so viel Geld auszugeben und ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn ich halt nicht gewählt worden wäre, weil ich nicht so diesen ganzen Hype darum verstehen kann. Aber naja, gut. Es ist halt sehr amerikanisch und manche Mädchen leben dafür und ich halt eher nicht so, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich es scheiße fand. Also ich fand es wirklich ganz cool. Also man fühlt sich schon wirklich wie so eine Prinzessin und so ein bisschen wie in einem amerikanischen Highschool-Film. Und ich habe auch hier diese Blume bekommen, also die habe ich quasi so im Arm gehabt. Und dann, das kennt ihr ja bestimmt auch so von Prom, dass man so eine, wie nennt sich das? So ein Armband an der Hand trägt. Also das finde ich auch richtig schön. Und ja, also es war auf jeden Fall ein schöner Abend und ich werde dran zurückdenken und ich bin froh, dass ich es erleben durfte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und falls ihr noch Fragen habt oder ihr das jetzt nicht so ganz verstanden habt, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare und ich werde euch die auf jeden Fall beantworten, weil ich habe da auch eine Weile gebraucht, um hinterzusteigen, jedenfalls bei Football Homecoming. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!